Assalamu alaikum wa rahmatullah. Die nächste Frage ist, ist Tahiyyat al-Masjid Pflicht? Die Mehrheit der Gelehrten sagen, dass Tahiyyat al-Masjid nicht Pflicht ist, sondern es Sunnah Mustahab ist, basierend auf dem Hadith von dem Wüstenarbeiter, der zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kommt und sagt, gibt es noch, und er sagt ihm nur diese fünf Pflichten, Pflichtgebete, und er sagt dann, der Wüstenarbeiter, gibt es noch andere? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, nein, nur diese fünf, außer du machst natürlich freiwillige Sachen. Na'am. Das heißt, Tahiyyat al-Masjid ist keine Pflicht. Barakallahu fikum.